Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Das tut zwar nichts zum Video, aber hier ein Cappuccino mit Milchschaum. Ist ja kein Cappuccino, sondern ist Milchschaum. Genau gesagt ist es ein Schoko-Cappuccino, aber wichtig ist hier der Milchschaum. Ich habe mir da so einen Stabmixer geholt, da kann man diesen Kopf auswechseln und einen Schneebesen dran machen. Damit geht dieser so fantastisch, dieser Milchschaum. Ich konnte noch nie einen so guten Milchschaum machen, wie mit dem Teil. Du machst die Milch rein und dann legst du mit dem Schneebesen los. Das ist so ein schmaler Becher bei gewesen, so ein transparenter. Da tust du die Milch rein, haust auch ruhig aus dem Kühlschrank und legst dann los mit diesem Schneebesen und dann eine Minute höchstens ist die gesamte Milch im Milchschaum und nicht nur ein Pinchen voll oder sowas, sondern irgendwie ein halbes Glas oder sowas schon von dieser Milch. Also fantastisch. So Level. Was mit Tape Color? Tatsächlich. 10,99 plus. Ja, sag mal 15 Minuten für die ganze Partie. Auf normal und hier mache ich jetzt Function Info bei dem Simultano. Also Function Info beim Simultano ist dann Countdown Modus. Ihn muss ich erstmal anmachen. Der rückt dann die Figuren zurecht, wenn ich mal den An-Ausschalter finden könnte. Das ist hier, so ein Becher war dabei, bei dem Gerät. Und dann ist dieser Kopf, den kann man ja auswechseln, dann habe ich den, macht man den dran, mit diesem Schneebesen. Und das ist sogar einer, da muss man erst mit dem Schalter, muss man da drauf drücken, dass man loslegen kann, quasi ein Sicherheitsmechanismus. Und dann gibt es zwei Stufen und Intervallstufe. Und damit geht das so fantastisch, dieser Milchschaum. Da machst du die Milch in diesen Behälter rein. Die Milch, die war sogar schon bis hier so ungefähr. Und dann legt man hier mit los, dieses Ruckzuck, als würde man Eiweiß schlagen. So schnell geht das damit. Diesen Teil, das ist richtig fantastisch. Also wer Cappuccino trinken möchte und Milchschaum dazu genießen möchte, dann würde ich so einen Stabmixer empfehlen. Einen mit auswechselbaren Köpfen. Und er hat jetzt die Figuren so lange hingestellt. Jetzt kann ich ja nicht los. Ich habe so viel schon versucht. Da gibt es diese kleinen Teile mit diesem komischen Kopf unten dran, der aussieht wie so ein Draht und dann ist so eine Spule dran im Kreis. Das war schon mal so mittelmäßig nur, muss ich ehrlich sagen. Das ist so fantastisch. So, genug gelobt Level. Deshalb eigentlich sind es die Avantgarde Level. So 15 Minuten. Was ich jetzt aber nicht so genau weiß, ich wusste das schon mal. Bei einem Designer war das, ging das. Da musste man Option und eine Taste drücken und dann war es nicht mal 1,5, 1,5, sondern da war 15 Minuten, 15 Doppelpunkt 00. Und dann hat er immer nur die Zeit angezeigt, von dem da dran war. So, ich gebe mal dem Simultano Weiß. Ich spiele von unten nach oben. Ach, ich hab's doch befürchtet. Ich spiele von oben nach unten. Brett drin, weiß ich jetzt nicht, was das geht. Ich fange einfach mit D4 an. Er hat D4 gezogen, dann mache ich G8, F6 und dann gucke ich einfach mal, ob er da so ein Phantom vielleicht springen F6 macht. Ja, er macht's. Und jetzt lasse ich einfach nochmal ziehen hier. So einfach geht das. Wenn er im Zweifelsfall bei solchen Geräten, wenn er von oben nach unten spielen will, dann mach einfach ein New Game. Mach einfach den Zug, den er gemacht hätte. Den kann man notfalls auch zurücknehmen, den Zug, und dann einen anderen ausführen lassen, mit etwas anderes, was er Springer F6 gezogen hätte. Für diesen Milchschaum sollte man übrigens fettarme Milch nehmen. Also nicht
Also nicht 3,5%ige Milch. Da ist der Fettanteil einfach zu hoch. Das heißt, dass diesem Milchschaumerzeug ist ja das Eiweiß in der Milch. Und wenn da jetzt zu ein hoher Fettanteil in der Milch drin ist, dann verhindert dieser hohe Fettanteil, dass sich dieser Milchschaum bildet. Das ist ja das, ja quasi als würde man Eischnee machen, sowas in der Art ist das ja. Grünfeld Indisch. G1F3. Keine Lust auf die Hauptvariante. In diesem Match ist übrigens der Phantom so von der Elo-Performance her eher Favorit. Man weiß aber nie, das sind ja... IC4. So, Moment. Ich glaube nicht, dass dieser, ich meine, 1830 hatte der Simultano und er hier hat 1880. Ob in einer Schnellpartie das eine Rolle spielt, ich weiß jetzt nicht, was die Schnellpartien Elos sind. Kann sein, dass die Schnellpartien Elo ja vom Fidelity geringer ist als die 1880. C1 E3. Dass es weitergeht, kann ich den Cappuccino-Milchschaum beim Flöten gehen zugucken, wenn die weiter so theorieaffin spielen hier. Meine Güte. Gut auswendig gelernt. Aber die haben ja beide ein adäquates Buch. Die haben also beide. So, jetzt nehme ich mal einen Schluck hier. Springer B6. AD1. D4, D5. Erstaunlich, dass die so lange Theorie haben, was ja verschiedene Geräte sind. Das eine ist ja Fidelity und das eine ist ja Zytec. Also simultan ist ja von Zytec. Dementsprechend kann es nicht daran liegen, dass wir nicht quasi MM4 gegen MM4 spielen lassen würde oder den Phantom gegen den Kishon Chester. Da könnte man sagen, das sind ist die gleiche Marke und vielleicht das gleiche Buch. Er musste erstmal nehmen. Meine Güte, habe ich wieder gelitten. Stopp! So stark sind die Magnete doch gar nicht. Läufer H5. Ja, was will man gegen den Läufer groß machen? Hilfe, das ist aber jetzt sehr, sehr, sehr viel Theorie, was die drin haben. What the heck? Also er spielt 15 Minuten die ganze Partie, das ist nicht eine Bullet-Partie oder sowas. Zumal ja beide recht schnell spielen. Bauer schlägt oder wie? Man muss ja auch der Dame nehmen. Ist ja angegriffen. Geht ja nichts anderes. C3 B5. Ich hätte eigentlich eher gedacht, Turm B1
Springer F3 wäre eher so Nebenvariantencharakter, hätte das. Ah, das wundert mich, dass die jetzt überhaupt gar nicht mal aus dem Buch herauskommen. Zumal es ja verschiedene Marken sind. Oder hat Seitek hier ein Killerbuch gemacht? Ist das die Killerbibliothek vom Seitek oder wie? Ich bin die ganze Zeit über schon Theorie. Die ganze Zeit schon. Gibt das die Qualität oder wie? Das ist ja beinahe schon beängstigend. 15 Minuten hat der. Das ist sehr beängstigend, dass die so lange schon auf Theorie rumhacken hier. Das. Wenn der Fidelity jetzt auf einer zu schnellen Stufe gestellt wäre, dann würde ja zumindest der Simultano anfangen zu rechnen, wenn es denn kein Buch mehr wäre. Was ist denn los hier? Ach, der Simultano! Der hat 14 Minuten 57 noch, also wenn es keine Theorie mehr wäre. Dann hätte ich schon längst was anderes gezogen. Oh, endlich! Jetzt ist es keine Theorie mehr. Der fünfte Zug ist das denn. Aber im Simultano sehe ich das besser. In Versuchen. Wieso sehe ich keine Zugnummer? Zwei Schuhe trinken, ja? Nee, ich sehe gar keine Zugnummer. Play 1. Okay. Das sehe ich nicht. Also andere Geräte, die zeigen dann auch die Zugnummer an. Zugnummer, keine Ahnung, 15, 20, ich weiß nicht mehr, wie viel Zug das sein könnte. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall auf dem Brett. Schwarz hat die offene C-Linie, hat das Läuferpaar, hat momentan zwar einen inaktiven Läufer auf H5. Ich wüsste aber nicht, wie man den angreifen sollte, großartig. Ja, nur König F1. Die Qualität zurückzugeben würde noch nicht mal gehen mit Turm D2. Da kommt Turm D8. Der ist ja immer noch gefesselt. Nebst vielleicht König D1, aber gibt da nicht einfach so die Qualität zurück. Also der Phantom funktioniert fantastisch. Der MB ist eine Katastrophe. Weiß ich, vielleicht ist das Netzteil ja irgendwie nicht so ganz so gut. Ich muss aber dazu sagen, der Stabmixer, den ich habe, der war nicht gerade von der günstigsten Sorte. Das war irgendwie ein 100-jähriges Jubiläum, hat die Marke gehabt. Letztes Jahr. Der war da von 135 oder was weiß ich Euro runtergesetzt auf 89 Euro. Ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein und habe also nochmal 10 Euro runterbekommen und war dann auf 79 Euro. Da habe ich da quasi 79 für bezahlt, obwohl ich ja der Meinung bin, dass der auch seine 135 wert ist. Das ist ja nicht nur der Milchschaum. Ich kann wunderbar Pesto machen, also Pinienkerne, Olivenöl, Parmesan, Basilikum, da hast du Pesto für die Nudeln. Wunderbar Smoothies mitmachen. Wenn ich so ein kleines Eis machen möchte. So eine Packung gefrorene Mangos oder gefrorene Erdbeeren, whatever. Und dann mit ein bisschen Wasser, Zucker. Dann, da ist noch ein anderer Becher, da ist so ein anderes Teil drin. Da kann ich das auch draufstecken. Dann kann ich das damit machen. So, jetzt wegen des Schachgebots. Ja, das Problem ist, nach der Bauer wird ja gar nicht. Nein, ist es doch kein Problem.
Ja, schwarz hat die Qualität weniger, aber was hat er dafür bekommen? Was ist jetzt quasi die Kompensation für schwarz? Also momentan denke ich mir, schwarz hat einfach nur die Qualität weniger, sonst gar nichts. Ich würde jetzt sogar über F5 nachdenken. F4, F5, F5 schlägt und dann, da kann man schon sagen, F5 schlägt, verliert, nein, verliert noch nicht wegen F5 schlägt. Ich habe ja Dame G4 da noch nicht. Also F5 schlägt. Ja, das ist so knallermäßig. Das finde ich droht. Ein Turm D3, F4 schlägt, hat ja das Turmschach gar nicht. Das ist wieder ein Problem. Also F5 wäre vielleicht eine Idee, um aktiv zu spielen. Ich wollte einfach keinen Stabmixer mehr haben mit aus Kunststoff. Deswegen hatte ich mir den geholt. Ich hatte mal einen aus Kunststoff und der ist ein bisschen empfindlicher. Den letzten mir, da wollte ich Eiswürfel, glaube ich, machen. Dann oben, da ist wie so ein Ring außenrum um diesen Propeller. Und den hat es an einer Stelle zerlegt, weil einfach dieser Kunststoff ist ja nun mal nicht so robust. F5, genau das wollte ich sehen. Genauso will ich ihn sehen. So, und heute war ich wieder in der Stadt. Ich habe mir nochmal so ein Körbchen besorgt, wo ich die Netzteile drin habe. Ja, da ist so quasi die letzten Sachen reingemacht, die ich noch unterbringen wollte. Und das ist dann sortierter. Ich habe das nicht so gern, dass die Netzteile in so einer Grabbelkiste drin sind. Ich habe die jetzt alle sortiert und wenn ich das bestimmtes Netzteil suche, ein bestimmtes, dann muss ich nur gucken, wo steht das auf diesem Körbchen. Da haben wir B4. Ich muss erstmal gucken, ich habe aber gut weggeguckt. Jetzt habe ich gerade schon die Buffy-Serie durchgeguckt. Meine Güte. 7 Staffeln. BTF. Ich habe ja meistens so 1-2 Folgen abends noch geguckt. Dann dauert das ja nicht ganz so lange. Obwohl, das sind 21 Folgen. Gut, die erste Staffel sind immer so weniger Folgen oder waren immer so weniger Folgen bei diesen Serien damals. Aber, dann erstens so 15 Folgen, erst Staffel 1 oder waren es damals und dann sind es mehr Folgen, so 21, 22, 23 Folgen, sowas um den Dreh rum. Und heutzutage kennt man das gar nicht mal so sehr bei den Serien. Da haben sie so 13 Folgen, 12 Folgen, die haben viel weniger Folgen, die heutigen Serien bei den Staffeln. So viel zum Choco Cappuccino mit Ei, Eichen, sag ich schon, mit Milchschaum. Was geht so schnell? Ist nicht wie mit so diesen komischen Billigteilen für 2 Euro oder sowas, wo man dann minutenlang da am Rummachen ist. Den steckst du rein in den Schneebesen, eine Minute höchstens, dann ist der Milchschaum fertig. Der ist auch gut geeignet, um mehr Milchschaum zu machen, wenn ihr vielleicht Gäste habt. Und dann wollt ihr vielleicht nicht unbedingt, ja, dann macht ihr halt mehr Milchschaum, so 5 Cappuccino oder was auch immer mit Milchschaum. Dann könnt ihr auch schon mal so einen halben Becher da machen. Das dauert ja nicht lange. Obwohl, man muss ja natürlich bei denken, das ist ja mehr Volumen dann. Das heißt, der Milchschaum hat ja mehr Volumen wie die Milch, die du reinmachst. Das muss man natürlich schon dabei bedenken. Und nicht geht's, das geht eher schlecht. Mit so einem Stabmixer, mit diesem Propeller vom Stabmixer. Also mit diesem Schneebesen geht das super, aber mit so einem Stabmixer-Propeller weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Dann hätte ich es mal probiert und hätte es mal ausprobiert. Ich meine, da ging das nicht. An 5 Tagen noch arbeiten, habe ich wieder Urlaub. 2 Wochen Urlaub. Dann liegt, hat sich das verdient. Sekunde.
So, jetzt noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann den Samstag und zack, Urlaub. Ich weiß nur nicht, was ich da mache. G6 schlägt. Will er dann mit dem nächsten Bauern nachmarschieren? Ist das jetzt der... Ich meine, das war dann... Hier ging es dann schon weiter. So, Schwarz ist dran. Ja, mit was kann man nehmen? Wenn man jetzt mit dem F-Bauer nimmt, dann ist der Bauer isoliert. Zwar nicht angreifbar, aber man hat die F-Linie. Wenn man mit dem H-Bauer nimmt, könnte man... Kann man überhaupt F5 dann ziehen? Ich glaube, dann wäre es wirklich besser, mit dem F-Bauern zu schlagen. Also F7 schlägt würde ich machen, wegen Turm F8. Weil erstens, der Bauer kann gar nicht richtig angegriffen werden auf E5. H schlägt. Also ich bin ein richtiger Fan geworden von dem. Das sind ja quasi drei Kategorien. Weil man hat ja so mehrere Kategorien von den Schachcomputern in der Sammlung. Und eins davon wäre zum Beispiel, eine Kategorie wäre Geräte, gegen die man selber spielt. Da wäre er hier zum Beispiel, der MB, wenn er nicht dauernd mucken würde. Obwohl, wenn ich komischerweise dagegen spiele, dann muckt er gar nicht. Sobald ich den gegen den anderen spielen lasse, dann hat er seine Muckereien. Dann auf jeden Fall auch den Milton, den Mirage Excalibur noch. Ich hoffe mal, dass Phantom Phoenix flott zu machen ist. H3. Ist aber jetzt sehr inkonsequent. Ich dachte jetzt H4, H5. Und los geht's. Und den nächsten Bauern aufribbeln. Das müssen bei mir nicht mal die stärksten sein. Wenn ich abends so eine Partie spiele, so nebenbei beim Fernsehen gucken, dann reicht da vollkommen so ein MK10 von Sissis. Habe ich noch so einen Schwachen? Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Man möchte ja ab und zu auch mal zur Entspannung eine Partie spielen und nicht da hochkonzentriert das beste Schach seines Lebens spielen, um nicht abzulosen. Und nur so ein bisschen abends beim Fernsehen eine entspannende Schachpartie. Dafür sind diese etwas schwächeren Geräte schon ganz gut. Also entweder man ist ein sehr, sehr starker Spieler, FM, IM, GM oder was. Dann könnte man das vielleicht machen, da könnte man gegen so einen... gegen so einen starken Schachcomputer zur Entspannung spielen. Wenn ich gegen so eine Turniermaschine von Mephisto spielen würde, dann wäre der Entspannungsgrad, sagen wir, ein wenig begrenzt. Also ich hätte ja gedacht H4, H5. Die Linie öffnen, das Spiel öffnen. Den Turm auf G3 eine Linie geben, eine Perspektive geben, deswegen H4, H5. Es droht ja noch nichts. F2 droht ja nichts, die Läuferdiagonale ist ja noch geschlossen. Läufer F8, C5 zum Beispiel. Könnte auch der Turmschach geben, König H7, aber dann droht da kein Schach mehr. Dame G4, das droht dann Dame H4 Schach. Und dann muss ja der Läufer dann dazwischen. Zum Beispiel. A1, A8. Bühne muss immer noch so drauf, dass ich im Supermarkt Mundschutz trage. Ganz ehrlich, ich will auch nicht eine normale Grippe kriegen. Was spricht eigentlich gegen Dame F7 schlägt? Gut, er hat einen Turm schon auf C1, König G2. Dann Dame D1. Dame G6 mal, er hat keine stillen Züge. Dame F7 schlägt, dann könnte man ja Dame E4 schlägt machen. Deckt ja G6. Und dann? Da muss ich da die erstmal den Kopf kratzen. G3, G4. Okay.
Ja, ist klar, was er will. Er will sich den Bauern decken. Bombardame schlägt auf E7 nicht auf E4 den Bauern zu verlieren. Das hätte ja auch so ein bisschen Turmschach. Das eigentlich droht es ja Turmschach. Was macht er jetzt auf Turm H4 Schach? Turm H4 Schach, da muss doch schon der Läufer dazwischen. Und dann Dame E3. Von wegen Favorit hier der Fidelity. Der Seitig, da heizt ihm ganz schön ein. Da muss der Läufer dazwischen. Und jetzt, was ist denn jetzt bei Dame E3? Das droht dann den Läufer zu schlagen. Schön, er hat einen Turmschach. Hat er eigentlich gar nicht. Der Turm wird einfach weggenommen. Dame E3. Derzeit Julio Kaplan sein Simultano hier. Aus welchem Kunststoff er gegossen ist. Ja, was willst du jetzt machen? Dame D1 Schach? Das Problem ist, der Schwarz hat da keine stillen Züge. G6, G5. Da ergibt Sinn. Er kann sich jetzt von der Seite den Läufer decken. Dame G5 schlägt, dann Turm C6, Dame C6. Das deckt den Läufer dann ab. Das ist quasi der fehlende stille Zug, den er nicht hatte. Dame G5 schlägt, Dame D1 Schach, König G2, Dame der Turm E6, C6 natürlich. A8, H8. Oh. Also ich glaube, der hat jetzt irgendwas gesehen. Jetzt kommt es drauf an, wenn das jetzt ein einfaches Matt drohen würde, mit dem König, wenn der König schlägt, dann wird also König schlägt, Turm H6 schlägt. Er nimmt ihn, als wäre matt geworden. Also König schlägt, Turm schlägt, König zur Seite, Dame schlägt, dann muss er nach F8 und damit deckt er E7, dann ist Turm H8 matt. Deswegen konnte er den gar nicht nehmen, das ist interessant. Also von der Elo-Zahl ist eigentlich der Phantom, hat eigentlich der Phantom die höhere Zahl. Ich würde jetzt doch gerne ein bisschen abwarten, ob es vielleicht matt wird. Ha. Turm H7 Schach, König G6. Eigentlich könnte man User-Entscheid machen. Es ist der Turm. Es ist ein ganzer Turm mehr. Und die spielt ja nicht hier Boris gegen was weiß ich, MK2 oder wie die hießen. Oder Chess-System 2 oder so eine Krücke. Deswegen. Oder hier Allegro. Deswegen kann man hier eigentlich schon User-Entscheid machen. Ich mach mal User-Entscheid. Turm HE8. Warte mal. Das wird doch noch interessant. Vielleicht müssen wir das gar nicht mal. Vielleicht wird das einfach matt. Wenn er den Turm schlägt, kommt Dame G5, schlägt Schach, König F8, Turm F8 matt. Das ist ja schon sehr viel langsamer, die Puppen am Ziehen. Große Trauer überkommt ihn. Den Tränen in den Augen machte er seinen Zug. E3, B6. Nein, also so deprimiert, arme Fidelity. Gucken, Lippo, 0-0, ich habe auch Zeit gewonnen. Ja, ist Dame F6 Schach droht. Dame E8 schlägt, Dame F6 Schach, König G8, Turm H8 matt. Kommt mir das nur so vor oder macht er seine Züge jetzt langsamer? Der Elan ist verflogen. Turm C, er wehrt sich aber noch mit allem, was er hat. E8, E7. Achso, ich muss die Dame noch wegstellen.
Ich mache Jose einen Scheit. Also ich warte nicht so lange ab, bis er matt geht. Der Rest ist geschenkt. Es ist die ganze blanke Dame mehr. Und das hat Weiß damit gewonnen. So, ich bedanke mich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Eine kleine Überraschung für mich. Jetzt gibt es noch die Rückpartie. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Simultano das gewinnen würde. Ich hätte gedacht, er hat 1880, er hat 1830, die C-Version 1830. Aber Schnellschach ist halt was anderes. So, ich mache mal, wie ich es immer mache. Für den Schluss des Videos lasse ich noch die Figuren aufbauen. Bedanke mich schon mal und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.